Du bist Gravitrex-Einsteiger und willst wissen, wie du mit dem Base-Starter-Set coole Bahnen baust? Dann aufgepasst! In diesem Tutorial präsentieren wir dir drei neue Bahnen, die du so nicht in der Aufbauanleitung findest. Die größte Kugelbahn bauen wir Schritt für Schritt mit dir auf und erklären die Funktionen der wichtigsten Bauteile des Starter-Sets. Das weiße Starter-Set ist ideal geeignet für den Einstieg ins Gravitrex-Universum. Mit 124 intuitiv und leicht verständlichen Bauteilen ist schnelle Kugelbahn-Action garantiert. Das Highlight ist der Actionstein Magnetic Cannon, mit dem du Kugeln spektakulär beschleunigst. Gut zu wissen, mit einem einzigen Starter-Set lassen sich unendlich viele verschiedene Bahnen bauen. Wir stellen dir drei neue, nicht in der Anleitung enthaltene Bahnen vor und bauen die größte davon Schritt für Schritt mit dir auf. Dabei stellen wir die Highlights des Sets einzeln vor. Unsere Bahn errichten wir auf den vier im Set enthaltenen Bodenplatten. Als erstes bauen wir die grauen Höhensteine ein. Achte dabei auf die richtige Position. Die Bodenplatten sind mehrfarbig gestaltet, das erleichtert das Abzählen der ausgestanzten Steckfelder. Alle enthaltenen Teile des Starter-Sets haben wir dir am Ende des Videos aufgelistet. Gleiche jetzt die eingebauten Höhensteine mit der dargestellten Anzahl ab. Danach folgen die schwarzen Höhensteine. Sie sind genau halb so hoch wie die grauen Höhensteine. Vergleiche die zuletzt eingebauten Höhensteine erneut mit der dargestellten Anzahl. Alles korrekt, weiter geht's. Nun folgen die ersten Streckenbausteine. Streckenbausteine können auf Bodenplatten, Ebenen und Höhensteine gebaut werden. Setze nun die Weiche ein. Sie verändert bei jedem Durchlauf die Wegführung der Kugel. Als nächstes folgt die Magnetic Cannon. Lege bei der Magnetic Cannon zwei Kugeln in die Laufrichtung deiner Bahn ein. Das Element beschleunigt Kugeln bis zu 3,5 Höhensteine nach oben. Setze jetzt die erste transparente Ebene ein. Mit Ebenen kannst du mit nur wenigen Höhensteinen eine weitere Fläche schaffen, auf der du großflächig weiterbauen kannst. Nun setzen wir vier ganze und einen halben Höhenstein auf die Ebene. Auf der transparenten Ebene platzieren wir noch einen Freifall, der lässt Kugeln nach unten fallen. Es folgen der Fänger, die zweite Weiche und weitere Streckenbausteine. Wir wiederholen den Schritt und bauen die zweite und letzte transparente Ebene, drei ganze Höhensteine und weitere Streckenbausteine ein. In die Lücke setzen wir den Wirbel ein, der zwei Strecken zu einer verbindet und dabei Kugeln durch die Ebene nach unten befördert. Besonders schön sind dabei die Wettkämpfe der Kugeln. Welche wohl als erstes durchrollen wird? Wir platzieren nun den Startstein und befüllen ihn mit drei Kugeln. Zu guter Letzt bauen wir neun kurze und drei mittlere Schienen ein. Schienen verbinden die Streckenbausteine miteinander und lassen Kugeln abhängig von ihrer Länge auch größere Distanzen überbrücken. Jetzt wird es spannend. Wir testen die Bahn und lassen die Kugeln zum ersten Mal rollen. Alle Kugeln im Ziel angekommen? Einwandfrei! Wir haben dir nochmals alle im Base Starter Set enthaltenen Teile zusammengestellt. In der Anleitung findest du viele weitere Aufbauanleitungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zum Nachbauen. Oder du probierst dich einfach im freien Bauen aus. Du willst noch mehr Inspiration? Dann bau doch gern unsere anderen beiden Bahnen nach. Bei der leichten Bahn ohne Ebenen lernst du, wie Höhensteine die Geschwindigkeit der Kugeln beeinflussen. Die mittlere Bahn lässt dich weitere Erfahrungen mit Ebenen sammeln. Interessiert an weiteren Gravitrex Basics? Dann geht's hier lang zu unserem Gravitrex 1x1. Oder du willst noch mehr Aufbauanleitungen? Dann können wir dir dieses Video empfehlen.